Hallo und herzlich willkommen zu Gurkenbusters Let's Play. Wir machen heute weiter bei World of Warcraft Battle for Azeroth. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei den Klingenhügel. Da wollten wir unbedingt noch bei Zong eine Quest abgeben und wir haben Post vom Auktionshaus bekommen. Da müssen wir auch noch nachgucken, was wir denn da oder ob wir überhaupt was verkauft haben. Des Weiteren werden wir heute unseren ersten Dungeon betreten. Ich denke mal, mit Level 16 ist es angebracht, wenigstens schon mal einen Dungeon zu besuchen. Müssen wir mal schauen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir in die Todesmine reingehen. So, was haben wir denn alles Schönes verkauft? Wir haben das Kupfererz verkauft. Das ist sehr gut. Dann haben wir verkauft Tigerauge, auch sehr gut. Dann den Leinenstoff, ist auch gut, dass wir den verkauft haben. Und was haben wir hier denn noch verkauft? Ach, die rauen Steine. Viele würden jetzt sagen, du hast doch aber gesagt, du wolltest Indie machen, warum verkaufst du da die rauen Steine? Ich hatte aber auch in dem anderen Video gesagt, dass ich diesen Beruf erst hochleveln werde, wenn ich 120 bin. Da kann ich mir das ganze Zeug neu farmen. Die nächste Sache ist, das Reiten und Fliegen lernen ist nun mal im BFA etwas teuer. Ich muss pro Reiten muss ich einberechnen um die, was war das? Ich sag jetzt mal um die 40 Gold. Und fürs Fliegen um die 8 bis 9.000 Gold, die ich da brauche insgesamt, weil ich jetzt auch keine Lust habe, bin ich ganz ehrlich, da mir Ruf zu erfahren, um das Fliegen günstiger zu bekommen. Aber ich muss halt mit rechnen, dass ich dann in Orgrimmar fürs Fliegen um die 4.500 Gold bezahle. Einmal fürs gekonnte Reiten und dann noch einmal 4.500 Gold für das meisterhafte Reiten, glaube ich. Heißt das meisterhaftes Reiten? Weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Ich guck einfach mal nach. Erfolge, da haben wir sie. Das eine war gegen Contes Reiten. Genau, wie der Wind. Wie der Wind, wie der Wind, wie der Wind. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das hier gewesen ist. Durchbrechen der Schallgrenze. Und zwar einmal wie der Wind ist das gekonnte Reiten und das andere ist genau das meisterhafte Reiten. Durchbrechen der Schallgrenze. Wie gesagt, für die jeweils beides brauche ich immer 4.500 Gold. Für das anfängliche erfahrene Reiten, was man dann oder womit man dann eigentlich erst fliegen lernen kann, ist das glaube ich nicht ganz so teuer. Ich glaube, das waren nur 200 Gold oder so. Oder um die 200 Gold, sagen wir mal so zwischen 200 und 300 Gold, die ich dafür ausgeben muss. Und wie gesagt, dafür brauche ich halt das Gold. Deswegen müssen wir ein klein bisschen was, ja, an Abstriche machen. Gut, wir werden fix erstmal zu Zong gehen. Wenn ich den hochkomme. So, wenn ich weiß, wo Zong ist, der ist hier hinten auf diesem rollenblöden Wachturm. Noch eine Etage. So, zack. Ich habe übrigens ein neues Addon. Nennt sich Storyline. Damit sieht mein Questfenster jetzt so aus. Ein bisschen hübscher als das Questfenster von der WoW-UI oder von der LFU-UI, finde ich um einige schöner. So, dann wollen wir mal hier die eine Quest noch schnell annehmen. Zack. So, wie vorhin gesagt, hatte ich vor, in den Dungeon zu gehen. Wir wollen mal gucken, ob meine Heilerin schon da ist.
Nein, nein. Nein, warum ist die Heilerin nicht online? Immer dieses Warten. Immer wieder das Gleiche. Da verlässt man sich einmal auf seinen Heiler und dann ist der nicht online. Das kann es nicht geben. Zack, da haben wir sie schon. So, Heiler meines Vertrauens. Weil auf andere Heile kann man sich nicht immer wirklich verlassen. So, ich werde hier jetzt erstmal runterstiefeln. Nein, wir müssen eigentlich hier oben bleiben. Genau. Wir müssen ja hier oben noch die Quest erledigen. So. Ich würde sagen, wir melden uns jetzt hier erstmal über die Dungeon Bros an. Nein. 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 Suche nach oben. Da haben wir schon. Der Dungeon Browser, ich nehme gleich nicht zufällige Dungeon, sondern spezifische Dungeon. Ich werde jetzt. Ach, wir haben bloß die zwei. Wir haben nur zweimal Flammschlund und einmal Todesmine. Ich werde jetzt einfach mal die Todesmine nehmen. Werde mich da als Tank anmelden. So, werden natürlich sämtliche Quests, die es da in den Todesminen gibt, auch annehmen. Wir werden die jetzt nicht links liegen lassen. So, hier muss ich mal noch ein klein bisschen was ändern. Zack, einmal auf die 13. Da auch auf die 13. Und da auch auf die 13. So. So schnell geht das, wenn man ein Tank und ein Heiler ist. Da kriegt man mal ganz schnell eine Gruppe zusammen. So. Die Quests, die ihr braucht, stehen alle hier hinten. Müsst ihr bloß einmal rumgehen um die Ecke. Alle soweit fertig. So, da wollen wir mal ein bisschen draufhauen. Ja, die Uhr sind hier alle ein klein bisschen. Das ist so weit entfernt. So, dann geht's hier weiter.
Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht viel reden kann, aber so tanken und reden ist immer so ein bisschen so eine Sache. Man muss sich als Tank auch ein bisschen konzentrieren auf die Sachen, die man macht. Vor allem, wenn man noch nicht so ein hohes Level hat und noch nicht so viel Sachen zur Auswahl hat, um seinen da könnt ihr alle die Kiste plündern, wenn ihr wollt. So. Ja, unser Heiler hat hier gerade ein bisschen was zu tun, ne? Sehe ich gerade. Außer Reichweite. So, dann nehmen wir die. Und dann werden wir uns gleich um den Boss kümmern. Weil der da hinten in der Ecke, der stört uns jetzt nicht wirklich. Also die Bosse hier in Todesminen sind nicht mehr so schwer, wie sie früher mal gewesen sind. Ja, auch da sollte man nicht im Weg stehen. Das kann sehr dolle Aua machen. Ich denke mal, der Krieger hat es jetzt gerade nicht so wirklich gelernt. So, dann geht's weiter nach unten. Grundsätzlich, wenn ihr in ein Dungeon geht, immer ganz wichtig, erst die Heiler machen, beziehungsweise die Caster, weil die sind immer am schlimmsten.
So, hier müsste jetzt, glaube ich, gleich eine Patrouille kommen. Irgendwo, glaube ich, oder nicht? Oder ja? Oder nein? Nee, anscheinend nicht. Irgendwo war das hier aber. Diese Behüter, die hier überall stehen, da kann man nachher wirklich rein oder kann man nachher reingehen und den Boss mit bekämpfen, wenn man Lust hat. Kann man machen, muss man nicht. Ich mag auch mal fix die Heile und den Windschirm da schon einsprechen, wenn das schon geht. Wenn es denn schon geht, habe ich gesagt. Jetzt weiß ich, warum ich diesen Windschilder so hasse als Tank. Der rennt einfach wahllos überall hin. Echt schlimm. Kugelzeug, ich glaube, die anderen nicht, die mir in den Rücken haut. So, dann nur mal einmal die Kanone betätigen hier. So, zack. Ihr müsst da bloß ein klein bisschen aufpassen auf diese komischen Dings da, wohnt ihr hier auf diese komischen
Na, da wo die Kanonen einschlagen. Ich glaube, man kann hier sogar ein Haustier bekommen und ein Papagei. Ich habe kein Ziel. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz auf jemanden warten. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. So.
Ich reiß euch das Herz aus der Brust! Au! Bis es zu spät ist. So, damit ist der Dungeon auch beendet. Können wir hinten unsere Quests abgeben, alle. Lokta, so kämpft denn wohl. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. So, die Quest hier. Geld. Und dann das noch abgeben. So. Einmal recht herzlich bedanken. So. Gut, dann haben wir unseren ersten Dungeon beendet. Ich werde die Party mit aber auch langsam beenden. Wir waren ja jetzt eine ganze Weile drin und sind jetzt auch schon wieder bei knapp 30 Minuten angekommen. Ich würde sagen, gehe ich erstmal zurück ins Gasthaus. Ups. Hup, hup, hup. Hup. So. Puh, geht irgendwie nicht. Irgendwie will der sich nicht vernünftig hindrehen. So. Jetzt aber. Jetzt. Siehst du, dieser Hund hier neben mir, der verwirrt mich total. Das ist wahrscheinlich das Problem gerade. Der verwirrt mich sowas von. Nein, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Ich werde, wie gesagt, diesen Part hiermit beenden. Sage bis zum nächsten Mal. Euer Gurken Gustav. Bye, bye.